Freiheitliche sind die einzige Hoffnung, die die Menschen haben. Der einzige Wunsch, den sie haben, ist dieser Wunsch nach Veränderung. Und da wissen sie, das kriegen sie nur mit uns als Freiheitliche. Aber nicht nur bis zum 29. September alleine, sondern auch darüber hinaus. Wir brauchen noch sehr viel Kraft und Energie und sehr viel Unterstützung von den Menschen, damit sich tatsächlich was ändert in Österreich. So leicht ist es nicht. Damals hat man noch gewusst, man muss sich nach der Decke strecken. Ich kann auf Dauer nicht mehr ausgeben, als ich einnehme. Das hat man damals noch gewusst und das weiß jeder von euch, weil er es daheim auch nicht anders machen kann. Und die Politik macht das genaue Gegenteil. Das Gegenteil des Hausverstands. Und noch ein Prinzip hat gegolten, ohne Fleiß kein Preis. Von nichts kommt nichts. Und auch das ist heute vollkommen verdreht, weil sonst war es nicht möglich, dass irgendwelche syrischen Familien 4.600 Euro im Monat fürs Nichtstun kassieren. Und wenn es noch der SPÖ geht, dann wäre es noch viel mehr, was die bekommen. Das ist das Gegenteil des Hausverstandes. Wenn wir das erreicht haben, wenn wir die Spitze der Regierung bilden und wenn wir dann eine starke Regierungsmannschaft haben, dann nehmen wir von der Spitze des Staates gemeinsam in einem Schulterschluss mit euch, mit der Bevölkerung, dieses System in die Zange. Und dann kann ich euch versprechen, das werden 5 gute Jahre für euch werden. Die Leute sind aufgewacht, sie sind hellhörig geworden. Und viele, die noch nie freiheitlich gewählt haben, können sich das erste Mal vorstellen, unsere Partei zu wählen. Wir haben die Kraft für neue Taten und nur wir kämpfen für Österreich. Und deswegen Glück auf für diese Wahl. Alles Gute. Du siehst heute hier diese begeisterte Menge, aber das ist auch eine Verantwortung. Es ist eine Verantwortung für uns alle, dass wir das Beste daraus machen. Wirklich das Beste. Und es ist Zeit für Veränderung. Und diese Veränderung gibt es nur mit der FPÖ. In aller Deutlichkeit, liebe Freunde, wir Freiheitliche, unser Herbert, wir wissen, wer der Chef ist. Unser Chef, mein Chef, der sitzt und der steht da heute vor mir. In einer Demokratie ist das Volk der Chef und wir Politiker haben euch zu dienen und nicht umgekehrt.